Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im Allison Snap in DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, weiter geht's zu den letzten Zügen des Schwabens. Philipp ist natürlich wie immer fleißig am Säen, hat die Sämaschine schon aufgefüllt und macht jetzt da auch weiter, ne? So. Ja, ja, bin lukrativ. Was? Ja. Ja, die Hälfte vom Dünger schon leer jetzt, ne? Ja, gut. Und Saatgut haben wir schon zweimal nachfüllen müssen, oder? Oh. Dreimal? Am Anfang, mittig drin und jetzt gerade eben. Ach so, genau, das war ich zweimal, aber gut, ja, gut, ne? Verzählen kann ist klar ein Vorteil. Der kleine Steier, oder was heißt der kleine Steier? Der Steier ist immer noch beim Flügen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er schon hat. Können wir mal kurz nachgucken. Okay, so. Chris Taker. 82% schon. Oh ja, es geht auch voran. Der Zug kommt. Ah, der Bürger steht hier auch noch rum. Wollten wir den nicht zu irgendeiner Mission schicken? Ach stimmt, ja, aber hast du Multi-Missions mit drauf? Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier mit draufgezogen habe, also auf der App-Store habe ich es auf jeden Fall mit drauf gemacht. Hier jetzt müsste ich es eigentlich, außer ich habe es nicht aktiviert, das kann natürlich sein. Ich war mal der Meinung, ich habe es, müssen wir ausprobieren. Nope, also, geht nicht. Okay, ich war nicht, da war das wahrscheinlich App-Store, wo ich es mit draufgenommen habe, gut. Muss ich das dann noch machen heute? Dann nach der Aufnahme. Beziehungsweise nach der Aufnahme-Session. Nochmal erstmal ein bisschen Radio an. Ja, wieder Pop-Radio. Okay, also. Ich könnte auch mein Radio wieder ummachen, ne? Radio in Folge von Spotify oder? Ne, ich mach jetzt mal den Landwirt-Radio an von LS. Also, das stimmt ja wieder auch. Kann ich nicht. Nee, die bringt grad Scheiße, ich mach doch Spotify ein. Ist halt ein Radiosender, ne? Ist halt ein regulärer Radiosender, der bringt halt, was er halt will. Ja. Wenn wir das heuer mal gesagt, weil das ja alles hier heute ist, verkaufen wir ja alles, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben nicht mehr geredet. Aber inzwischen haben wir jetzt auch schon. Ja, das ist die 51. Folge schon. Eieiei. Was ist los? Macht der Steier hüpfi hüpfi? Der macht vorne hopp, Fliege in die Luft. Hoi, hättest du doch ein Gewicht braucht? Nein! Ich bin bloß gerutscht. Also, ja dann. Also. Aber das kennen wir ja schon ein bisschen was vom Steier. Ich bin geschlittert, aber voll im Möhre. Wie geht denn das? Könnt ihr ja doch mal Allrad einstellen, damit das sich vorne mitzieht, aber egal. Ja. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Ja. Wer hat den beide mal also, da stehen lassen? Ich dachte, du hast den Bürger gefunden. Ne, wobei, da kommt er schon ein Ticken weiter vorne. Wie viel Tank hat der beide Mann noch? Fast voll. Okay. Ein Viertel ist jetzt erst weg. Oder ne, Tank kann man ja gar nicht sagen. Akku. Der gute alte Akku in Form von einem Dieseltank, ne? Wer kennt nicht. Oh, ich bin voll in der Luft, ne? Warte mal, mit dem Weidemann vorne oder mit dem Steier? Mit dem Weidemann. Wie kannst du da vorne in der Luft sein? Also mit der Vorderachse halt. Also hier geht's ja noch weiter. Weil ich bergab rückwärts gefahren bin und dort voll die Bremse reinkam. Ach so.
Also Handbremse rein und dann. Ach so, wenn man gerade schon denkt hat, du hast vorne eine Palette dran, dass er dann vorne in Luft geht. Nee, die habe ich ja neu aufspießen müssen. Ach so, ja dann. Also deswegen, ja, weil es links oben schon wieder die ganze Zeit gebackt hat. Oder die Anzeige halt auf jeden Fall. Ich war auf alle Fälle jetzt bloß 25 km/h. Also letztens auch schon eine getunt gehabt, ne? Nein! Ich fahre nur querbeet. Ich hab die Minimap nicht offen, das sieht keiner. Vielleicht querbeet. Vielleicht aber auch nicht. So. Und vielleicht auch 35 statt 25, aber egal. Ja, der MP3, muss sagen, hat schon gute Dienste geleistet, schon wieder 11,7 Stunden drauf auf dem Teil. Mein, ja okay doch, wir haben den relativ am Anfang gekauft gehabt schon, ne? Oder, ne, eher relativ am Anfang, weil, was war denn das, Folge? Ah ne, warte. Keine Ahnung. Es war doch relativ am Anfang, weil dafür haben wir doch ein Ding ins Verkauf gehabt, oder nicht? Den Abby, ja. Ja, genau. Ich glaube Folge 4 oder so. Oh! Nee. War 25 km/h auch zu schnell? Achso, nee, du bist, achso. Da bist du nur mit dem Weidemann unterwegs. Nee, ich bin immer mit dem Weidemann unterwegs. Aber. War gerade beim Stall und dann hätte ich fast den Führer geknutscht. Ach so. Ja, der hat es auch mal verdient, nachdem was er gearbeitet hat. Oh nee. Der hat jetzt aber auch 8,8 Stunden. Ja, der hat jetzt, ja, der hat schon auch viel gemacht. Du hast Gruppen und so weiter, kriegt er natürlich auch was drauf, ne? Hab ich schon, wolltest du da vorne hochfahren? Ah, dich verkauft! nix geworden, sagst du. Doch, das wird was. Ich komm, ich bin vorne in der Luft. Bin wieder am Boden. Okay. Also mit einem Rad war ich in der Luft. So. Ja, mehr oder weniger alles mitbekommen. Eine Art der Wiese braucht das komplette gespannt so dringend waschen. Alter Schule. Eieiei. Ah, ich weiß tatsächlich gar nicht, haben wir denn den B-Trag oder so weiter schon mal repariert? Einmal, glaube ich. Weil die Anzeige bzw. Reparatur, Verschleißanzeige ist eigentlich relativ weit oben noch. Deswegen habe ich mir gerade gedacht. Ja, gut, kann sein, dass wir meinen Harit mit repariert haben. Ich habe den mal mit repariert. Okay. Weil ich glaube, so nach. Wenn mich lügen. 5, 6 Stunden oder so. Braucht er auf jeden Fall einmal warten. Also, sowas auf jeden Fall noch damals auf der Gemeinde Radio. Aber es sind 24er. 5, 6 Stunden hat er durchgehalten und dann war der Reparatur fast down. Aber das ist noch gut, alle MP3, da geht nicht viel kaputt. Also mal hier und da ein Kabelbinder, aber sonst. Ja. Im Prinzip muss man sagen, die alte Technik, ob es jetzt der MP3 ist, oder ob man sich jetzt ein Eicher oder einfach ältere Traktoren anguckt, die Technik, was da drin ist, die Elektronik und so weiter, da kann man easy selber was reparieren. Bei den neuen Traktoren, ob es jetzt schon der, ob es jetzt Fendt oder was auch immer ist, da fasst ein Kabel an und dann, ja. Naja, was heißt jetzt. Kannst jetzt nichts selber reparieren, was soll's das heißen? Ja, im Prinzip, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr funktioniert, war es richtig. Ja, wenn jetzt die Sicherung rauskauft, wenn jetzt die Sicherung durchbrannt ist, das, also. Die meisten wissen selber, wie es geht. Ja, aber ich meine jetzt von der Elektrik und so weiter, kann da viel mehr kaputt gehen. Sind Sicherungen nicht, haben Sicherungen nichts mit Elektrik zu tun?
Ja doch, nee, aber Bordcomputer und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nur mal so, was soll bei einem Bordcomputer großartig kaputt gehen? Du weißt schon, wie ich es meine. Umso mehr Technik drin steckt, umso schneller kann es kaputt gehen. Also Technik im Sinne von elektronischer Technik. Kann, da ist vielleicht unter Umständen etwas dran. Im Prinzip, wenn man jetzt die Kabelverläufe jetzt beim MP3 zum Beispiel anguckt, da gehen jetzt ein paar in den Innenraum rein. Oh. Das, ja. Dabei war aber der MP3 damals auch schon weit voraus mit der Technik. Ja, das weiß ich, das schon. Deswegen, es war ja auch einer der Gründe, warum das. Oh, Alter! Ich wollte es gerade noch sagen, wenn jetzt der Zug kommen würde und ich stehe mit Schwader auf den Gleisen. Zum Glück bin ich nicht noch zu weit zurückgefahren. Alter! Ist er kaputt? Nee! Ich bin vor. Also, wenn dann war es so, ich bin vorher gegen einen von diesen Strommaschen gefahren, mit eigentlich von dem Schwader, von den Armen vom Schwader. Dann bin ich rückwärts gefahren und dann kam der Zug, wenn dann hat der Zug den Arm wieder richtig hingebogen. Eieieiei. Boah, Alter. Da hab ich jetzt gerade wirklich geschissen, ne? Eieiei. Da willst du gerade durchreparieren? Bisschen, ja. Okay. Oh. 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 Nee, geht. Alles gut. Ah ja, heute werden wir in der Folge auf jeden Fall mit dem Schwaden fertig. Wenn ich noch ein großer, schwieriger Zufall erfolgen würde. Oh, ich habe gerade einen Rülpser lassen müssen. Ich habe vorher gerade vorher im Brotzeug gemacht, ein Schinkenbrötchen mit Meerrettich, Schinken und Mühe. Und habe jetzt Red Bull drauf getrunken. Kannst du dir vorstellen, wie gut es schmeckt im Mund? Ja. Schwierig. Schaffen wir das mit wahrscheinlich eher nicht, ne? Ne, schaffen wir nicht. So. Ja, vorne wird es ein bisschen breiter, die Schwab. Ah, da vorne sehe ich dich rumlaufen am Steuer. Ja, ich bin am Warntafeln aufklappen. Weil ich jetzt auf Straße fahre wieder. Ach so, das geht ja mit Simple sehen, ne? Ja, genau, zu dem Update, weil da kommt ja auf Modabdance zum DL. Da steht momentan noch kein Termin, soweit ich weiß. Wann der kommt, ich weiß es selber nicht. Oh. Ist halt die Frage, wie lange halt einfach Modhub braucht, um die Mods alles zu verarbeiten und so weiter. Und ob sie überhaupt sagen, ja, den nehmen wir, ist natürlich halt auch die Frage, ne? Aber wenn man jetzt guckt, Fehler, schmeißt da nichts. Also in der Hinsicht. Huch, ich befall der Mitte mal in der Luft. Ich seh's. Huch. Es wird eigentlich ein Feldweg auf die Straße führen, aber wir nehmen immer die steilen Wege, ne? Nein. Das ist unser Feldweg. Das macht keinen Spaß. Ist zu Standard-LS-mäßig. Aber die Straße nutzen. Da geht der Weg lang. Vertraut mir. Ja, irgendwann wird safe ein Weg links gehen. Und den Schar spielen. Der weiß nicht, ob ich. Oh, Alter. Alter. Oh. Ich sehe ihn nur ganz hinten wieder runterfahren. Ich fange, glaube ich, doch den Rennweg. Okay. Also, das ist ein anderer Stall. Oh. Okay, ich sehe schon, du hast alles im Griff. Oh Gott. Es legt. Bin fertig. Wo bin ich?
Hilfe! Du musst sagen, ich fliege einfach nur hin und her. Würde man jetzt nicht wissen, dass du bei einem anderen Steier ausgewichen bist, könnte man vorhin gerade meinen, du bist auf dem Klo. Wow. Ja. Bei mir hat's aber gelaggt, sorry. Ja, alles gut. Aber von den Geräuschen hätte man es denken können. Nein! Oh, Feld 4. Hallo! Ist fertig. Direkt abschließen. So, haben wir alles? Ja, wir haben alles. Abschließen. Haben wir noch ein Feld pflügen? Ich weiß es nicht, doch, safe. Irgendwo wird schon noch eins geben. Nee, bloß Gruppe an alles. Okay. Ja, dann müssen wir einen Bürger losschicken. Oh, da vorne steht ein Steier. Ich stell den Stein mal hier an die Seite, ne? Mhm. Stau. Da vorne im gespannten Hause. Jetzt bin ich da, der Vogelfucker. Hallo, was ist los? Ich kann nicht mehr Gas geben. Ich weiß nicht, ich dachte mir schon so, wieso hat er gehalten? Da kommt kein Auto, das Stoppschild gibt's da auch nicht. Oh, nee, ich bin zwar vom Gas gegangen, aber der hat auf einmal mein Gas nicht mehr angenommen. Achso, okay. Naja. Alter, die das ist ja auch innen so dreckig, ne? Das würde ich mir tatsächlich für, ob sie jetzt... Ich habe extra die Warntäfelchen raus. Yay, ich habe keine. Aber okay, ich bin auch jetzt nicht allzu breit, meine Spur. Ja, das würde mir aber auch so als Addon für zum Beispiel eine 19er oder halt dann einfach für einen 21er, wenn er dann mal kommt. Automatisch mit drin wünschen, dass wenn man jetzt zum Beispiel einmal auf der Wiese fährt, das halt einfach nicht so dreckig wird. Irgendwie. Ist das schon ein bisschen unrealistisch, ne? Dass wenn ich auf einer Wiese am Schwaden bin, dass er dann ausschaut, wie wenn er ein Schlammloch gefahren bin. Aber okay, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, muss man dazu sagen. So, da kann ich mich noch zwischen reinquetschen. Alter, hier ist Stau. Eieiei. Wo muss ich denn überhaupt hin? So, Feld 16. 16? Wo ist denn die? Irgendwo hier, ne? Ah, da hinten! Ah, das ist direkt neben der 14, da wo er schon mal war. Das Nachbarfeld. Mhm. Relativ am Map-Ende. Aber ich denke, die Hälfte der Map ist eigentlich dann... Ja doch, ist dann halt immer Berge, wo halt nur Wiesen sind. Aber ja. Was gehört das? Ach, das sind diese Hotelanlagen da, ne? Da auch. Da. Mhm, So, warte, ich geh jetzt waschen. Ich wasch deinen dann gleich mit, oder? Ja, doch. Jo, danke. Weil der braucht mit Zähne sehr fertig. Ah, da kommt wieder das EP-Truck grün unten raus. Aus der Parinoschicht, ne? So, Gewicht vorne natürlich auch. So, wir haben gesehen, der war innen drin auch dreckig, das heißt, von innen wird er auch rausgewaschen. Perfekt. Kurz gehangen. Hallo. Bis jetzt hast du es noch nicht gemerkt. Ne, da steht der Weidemann. Ne, ich wüsste jetzt auch. Jetzt habe ich kurz links oben auf die Geschwindigkeit guckt, die ist aber auch im Normalbereich. Ich wüsste jetzt nicht, was so aus. Er hat mal kurz getürt. Ah, doch, ja, jetzt merke ich's. Oha, Alter, das ist gerade kurz auf 50 gesprungen, Junge. Was? Ja. Nein, Bürger doch nicht. So, die Sendmaschine. Jetzt schau mal am besten nicht rauf. 61, Alter. Du hast aus dem Bürger einen Fettvario gemacht, Alter. Oh, nee.
Ist das schon sauber? Oh! Ja doch. Relativ, ne? Muss ja auch nicht alles blinken. So, ich muss jetzt aber da rückwärts raus, weil ich... Wow. Sollte. Weil ich da schon nicht rauskomme. Nee. Riskieren wir nicht, bevor ich irgendwo stecken bleib. Oder stehen Gewicht. So, Händler, viel Helfer, viel Spaß. So, können wir stehen lassen, passt. Und bei einem Petra können wir eigentlich da drin stehen lassen, in der Steuerung. Ja, hat sich jetzt auch seine Pause verdient, ne? So. Mutter aus. So, passt. Dann holen wir uns unseren Steuer. Da ist er. Ja doch, der ist noch sauber. Ja, aber bei. Ja, ne. Das geht noch. Das habe ich vergessen, ne? Scheiße. Die abrupte Bremsung. Ja, stimmt so, das BGA muss ich auch mal gucken. Oh. Ne? Eieiei. Bisschen gedriftet. Oder magst du das gerade, ja, oder? Ich bin auf dem Weg hin, ja. Okay. Weil da würde inzwischen auch wieder was reingehen. Oh, ich glaube, die ist leer. Oder das. Oh, Paletten müssen wir auch dringend da wegbringen mal. Eieiei. Ja, weißt du was, ich ziehe die jetzt einfach mal raus, damit wir neues bauen können dann. Weiß man es einfach mal vergessen. Die Leute, die wir jetzt gar nicht sehen, wollen einmal weggucken. So. Ich muss ehrlich sagen, da kommt mal halt auch einfach scheiße ran, ne? Sagst du es ist? Schön, das ist ja auch der ist im Stuhl. Okay, das passt. Der hat halt keine Gänge, ne? Das ist ja nur 25 km/h. Der Weide, Mann. Mhm. Ich weiß gar nicht in echt. Ich weiß gar nicht, ob der in echt Gänge hätte. Ja, hätte er schon zwei, glaube ich. Ja, aber höchstens zwei. Also, jetzt habe ich hier weit runter geschaut, aber geht. Was ist? Alles gut. Du hast irgendwas gefeckt mit weit hoch. Nee, Jungs, sag ich hab weit runter geschalten. Und ich glaube, ich hab ein bisschen viel geäffen. Ich glaube, ich hab dir ein bisschen zu viel gegeben. Oh. Alter. Ich weiß nicht, ob er dafür ausgelegt ist. Doch, doch. Der hat ein bisschen Fischmagels gehabt. Der hat ein bisschen Fischmagels gehabt, aber das muss so. Ja. So, schalten wir mal die Gruppen wieder hoch. So. Damit wir hier auch vorankommen, ne? Alter, ich muss ehrlich sagen, diesmal sind wir echt gut dran. 10.46 Uhr, alle Wiesen sind fertig. Wir müssen jetzt nur noch aufsammeln alles. Feld ist komplett angesät. Da, wenn man gedüngt wurde, normalerweise auch schon. Perfekt. Dann heißt es danach nochmal über die Wiesen drüber düngen. Zweimal. Ne, einmal nur noch. Weil einmal wird es ja schon gedüngt durchs Mähen. Und dann passt die Sache. So, die Kurve haben wir diesmal ein bisschen besser auch geschafft. Im letzten Mal gab es ja da leichte Problematik. Kann auch noch dran liegen, haben wir beide gleichzeitig auf die gleiche Ecke zugefahren sind. So, jetzt hängen wir das Gewicht dran. Also,
Der gute alte Gewicht. Bei der guten alten Schaufel, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele haben jetzt schon draußen? Hälfte locker, oder? Aber keine Ahnung. Nicht mehr hinguckt. Ich schau gleich nach. Kann ich auch machen, weil ich bin eh gleich voll. 306.000 Liter haben wir noch drin. Okay, also wir hatten mal 450. Oder irgendwie sowas, also knapp vor der 500.000 oder irgendwie sowas, weiß ich noch. Hatten wir mal drin, das heißt, ja. Für das, dass nur 5000 Liter in den Fermenter von der BGA reingehen, bevor er sagt, er ist voll, ist es glaube ich nicht schlecht für die Zeit. So, sind wir voll. Ja, bei Verkaufen fahren wir dann in der nächsten Folge, denn sind wir heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf draufhaben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad immer das 19er Pin.de zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao.